Kann ich mich hier verstecken? Okay, was haben wir hier? Totenwachmann, hier ist alles tot, hey. Um die Luftschleuse einzuschalten. Wow, nein. Komm schon. Na los. Glaube kommt, dass der da hochkommt. Beziehungsweise, falls der hochkommt, dass er dann da hängen bleibt. Nein. Ah. Nein! Oh Gott! Lass mich raus hier, lass mich raus hier. Schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. War das richtig? War das falsch? Adrenalin. Ach du Scheiße. Was findet einen Weg in die Duschen? Okay, ich kann mich verstecken. Jetzt weiß ich, warum ich so viele Batterien brauchte. Oh, ich kann mich... Scheiße. Ab in die Ecke. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Bloß jetzt nicht nachts sich dann machen. Wenn ich das nachts sich Ding anmache, dann verrate ich mich normalerweise. Warum wieder zu den Duschen? Scheiße, er kommt. Ab in die Ecke. Scheiße, da ist er. Da in der Mitte. Nicht dachte ich dann machen, um Gottes Willen. Ich muss warten, bis er etwas weiter weg ist.
Ganz ruhig. Dunkelheit ist mein Freund. Ich darf nur nicht in ihn hineinlaufen. Wäre schön, wenn er verschwinden würde. Da läuft er in der Mitte, wo ich ihn wieder habe. Nicht das nachts sich dann machen. Entschuldigung, dass ich hier in der Dunkelheit und ihr nicht seht, aber... Oh. Ich will überleben. Die Musik, die macht mich kirre. Okay, hier kann ich mich verstecken. Fraps. Junge, dass die Frames immer runterstürzen müssen. Ich will mich nicht verraten. Entschuldigung, ich muss hier im Dunkeln. Weil ein Schlag und ich bin am... Beziehungsweise ich bin Geschichte. Ich hoffe, der kommt nicht hoch. Okay, Batterie geht schon alle. Die ist nur noch ein Viertel voll. Boah, sag mir bitte nicht, dass ich falsch gegangen bin. Muss ich hier durch? Ich hätte mir die Umgebung genauer ansehen sollen. Ich glaube, wir sind hier wieder da, wo wir am Anfang sind. Bloß, dass alle tot sind. Und ich noch auf der Dinnerliste stehe. Ja, das reicht.
Das reicht vollkommen aus hier, diese Nachtsicht. Schnell hier lang. Hier durch, schnell, schnell, schnell. Abgeschlossen. Shit. Oha. Okay, Puls 120 zu 90. Oder mehr. Alter. Also, normalerweise glaube ich ja nicht an so einen Scheiß, aber das ist ja schlimmer als Blair Witch Project. Ich habe zwar den Film nie gesehen, aber nur Ausschnitte davon und wo ich nur echt denken muss, ne. Nein. Ah ah. Hop. Hop. I'm gonna need some help getting clean. Nurse. Good. Oh, yes. Abgeschlossen. Wump! Experiment. Toten Lebenden durchführen. Ich glaube, das hat hier was mit schwarzer Magie zu tun, beziehungsweise Oh, das war knapp. Erstmal rein hier und was? He did not kill his enemies. Ja, ja, passt schon. Dokument. Hier ist dunkel. Abgeschlossen. Ich kann weiter nach oben. Boah, vor allem, das habe ich schon gemerkt. Wenn ich in Panik gerate, scheiß drauf, ich renn wie bescheuert los. Das erinnert mich schon an Haunting Ground, wenn Fiona auch in Panik gerät, dass die einfach ohne Kontrolle irgendwo hingerannt ist. So, mal gucken. Nachruf von Dr. Wernicke, okay. Nachruf unter was? www. Was? Wie? DenverEagle.com was? / obituraries / obituary.aspx Fragezeichen. Oh Gott. Nein, das lese ich jetzt nicht alles hier, die Zeichen. Rudolf Gustav Wernicke. Dr. Rudolf Gustav Wernicke, Alter 90, habe ich doch gewusst, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland, geboren und erlangte ein großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wandte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung, im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der
Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Also quasi keine Kinder, keine Nachkommen. Gut, wieder ein Bett zum Verstecken. Frame, ein Sturz, oder hat sich das Spiel jetzt aufgehangen? Das Spiel hat sich aufgehangen, geil. Okay, dann würde ich sagen, ciao, bis dann, beziehungsweise, manchmal für heute, over and out. Tschö mit ö.